Okay, gut. Ich habe gerade keine Ahnung, was ich machen soll. Und für YouTube, hallo, herzlich willkommen zurück. Wir machen mal wieder Tacoma im Stream. Und falls du nicht dabei warst, vielleicht bist du beim nächsten Mal dann dabei. Und ich werde hier die ganze Zeit von meinen Leuten hier und es sind meine Mods gemobbt. Die sind voll böse heute zu mir. Also ich kann machen, was ich will. Nee, kannst du auch nicht. Ich glaube, ja, hier haben wir alles gesehen, ne? Hier ist mal die Steuerung wieder raus, ne? No, Germler, I just, I don't know why. All right, I mean, you know how I've always been. It's never real in my mind. Why would she give a damn about me? Of all the people, shit. Oh bollocks! No, I'm just, I'm spilling scotch all over outer space. Hast du hier gelesen? Ja, doch, das haben wir gelesen. Das ist schon alles hier. Ja, das haben wir alles freigeschaltet. So, können wir uns da. Die Musik ist cool. Ja, natürlich. Kontoinhaber, persönlicher Betriebs fremder Plan zur vollständigen Rückzahlung. Mit diesem Kontoauszug fälliger Gesamtbetrag unter Zinsen. Okay. Restdarlehen und Zinsen. Wir danken für die prompte Zahlung. Okay. Hilton Studienkredittilgungsabteilung. Greifen. Muss jetzt mal wieder in diese Kamm. Naja, den Kamm brauchen wir nicht. Münzen auch nicht. Okay, das ist auch nur dieses Schifffahrts. Wenn du denkst, du blutest wie Sau, dann aber feststellst, es war dein Nagellack, der doch nicht ganz trocken war. Och, Aju. Was machst du denn? Das ist die Toilette, ne? Genau. Kettle-Zappentange? Atari-Prox, ich hab Pork gelesen. Ich dachte, hat er jetzt echt das Schwein. Ich sage, zu Fahrstuhlmusik, das ist so genial. Zu Fahrstuhlmusik aufs Klo gehen. Eine Strumpfhose anziehen.
Mit Brautkleid wird es da drin da aber eng. Es gibt übrigens, für die jetzt auf YouTube sich jetzt wundern, wir hatten vorhin im Stream, bevor wir jetzt angefangen haben zu spielen, das Thema Brautkleider auch. Es gibt übrigens für Brautkleider extra so einen Unterrock. Den kannst du von unten hochziehen und dann hier hoch und bis hoch bis zum Hals quasi zumachen. Dein Kleid ist dann in so einem Sack, passend zum Kleid natürlich, in so einem Sack drin und dann kann die Braut ohne Brauthelfer und so auf Toilette gehen. Ist das geil? Für jedes Kleid übrigens. Gibt es wirklich. Ist, habe ich letztens erst auf Facebook gesehen, diese Werbung und so. Könnt ihr, kann man das holen? Diese fair, wenn wir Brautkleid für dich gucken. Das wird was. So, Datenübertragung ist da jetzt. Wir waren dort schon. Ja, waren wir. Das heißt, wir können es. Was war das? Da war doch gerade. Achso, Datenprozess abgeschlossen. Wieso kennt sich Bär damit aus? Ja, jo, du hast was verpasst. Wieso? Frauen will. Ja, geht doch. Oh Gott. Willst du das wirklich wissen, Ajo? Okay. Evil, wenn du jemals heiraten solltest und wir eingeladen werden, bringe ich dir eine Herrenwindel mit. Ich drücke den falschen Knopf. Nee, ich habe mal den richtigen genommen. Venturis Technologie, Unterauftragnehmer Farrier. Bitte begeben Sie sich zum biomedizinischen Modul, um den KI-Datentransferprozess fortzusetzen. Ihrem Vertrag gemäß ist hinsichtlich dieser Mission Eile geboten. Ich finde diesen Druck unheimlich. Ich meine, klar, die müssen da auch wirklich das jetzt herausfinden, was da los ist. Aber dieses... Denken Sie an Ihren Vertrag, Sie müssen das machen. Ja, wir sind auch nur Nummern und nur Zahlen. Boy. Cool. Personal. Biomedizin. Maschinenstation. Wo muss ich nochmal hin? Biomedizin, alles klar. Wo wir sind, da. Das heißt, wir müssen in Grün rein. Okay, gut. Alles klar. Könnte auch mit Farrah verwandt sein, ne? Mensch, das würdest du für mich tun? Bärchen schaut heimlich für Hochzeiten und eine Traumreise. Nein, nicht heimlich. Immer wenn ich bei meinen Eltern bin. Ganz ehrlich. Ich gucke das nicht heimlich. Jetzt muss ich wieder hochfahren, ne? Jetzt kommt wieder Werbung. Bing. Verlasse Personalmodul. Kommt doch keine Werbung. Es sei doch, da kommt wieder Werbung. Venturis-Gürtel. Ferium Orbital Bungalow ist auch nicht schlecht. Perfekt. Naja, erstmal musst du eine Frau finden, die dich heiraten will, Evil. Nein, das haben wir ja schon uns angeguckt. Da ist das Bio. Ich hoffe, da komme ich so rein. Boah, schwerelos. Nicht atemlos, sondern schwerelos. Durch das All. Frisch vermählt der neue Perspektive. Wo wir beim Thema sind, ne? Gibt doch keine, die mich heiraten würde, schlief. Schon. Wir müssen noch ein bisschen dran arbeiten, Evil, aber das wird schon. Das wird schon.